Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Grünen wollen das von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzpaket mit ihrem Einfluss im Bundesrat verschärfen. Die Maßnahmen reichten nicht aus, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, so die Grünen-Doppelspitze. Im Bericht aus Berlin sprach sich Grünen-Chef Habeck für einen höheren CO2-Preis aus. Kritisch sieht er auch die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale. Die Grünen sind derzeit über 9 Landesregierungen im Bundesrat vertreten. Das würde genügen, um zustimmungspflichtige Gesetze zu blockieren. Hier im Bundestag haben Union und SPD eine Mehrheit und können ihr Klimapaket alleine beschließen. Aber hier im Bundesrat haben sie keine Mehrheit und sind auf Stimmen der Grünen angewiesen. Denn die regieren in 9 Bundesländern mit. Genug, um zustimmungspflichtige Klimagesetze scheitern zu lassen. Der Parteichef sagt im ARD-Bericht aus Berlin, die Grünen wollen ihren Einfluss nutzen, um das Klimapaket zu verschärfen. Ob das am Ende dann über den Bundesrat ein Paket werden kann, mit dem man sagen würde, ja, das reicht, die Klimaziele von Paris wieder zu erfüllen, also bringt Deutschland wieder auf den Pfad zurück, das glaube ich auch nicht. Aber wir werden versuchen, das Maximum für Klima und damit für die Zukunftsgestaltung Deutschlands wieder rauszuholen. Möglich ist das aber auch nur bei den Teilen des Klimapakets, bei denen die Bundesländer auch ein Mitspracherecht haben. Das dürften zum Beispiel sein die Erhöhung der Pendlerpauschale, der Ausbau der Windenergie, die Förderung energetischer Gebäudesanierung, mehr Ladesäulen für Elektroautos, der Kohleausstieg bis 2038. Die CSU mahnt die Grünen, nicht blockieren beim Klimapaket, sondern mitmachen. Die Grünen selber, das beweisen Studien, fliegen am meisten und sind gegens Fliegen. Fleischverbote, Tempolimit, die da kommen, Automobil sozusagen fast zu bekämpfen. Glaubt man wirklich, dass man am Ende die Mehrzahl der Menschen dafür Klimaschutz begeistert? Und glauben wir auch, dass das die Lebensweise der Zukunft ist? Die SPD ist offener den Grünen gegenüber. Auch sie würde gern mehr auf Sonnenenergie und Windkraft setzen, als es der Klimaplan vorsieht. Wir können uns auch im Bereich der Verkehrspolitik andere Schwerpunkte noch zusätzlich vorstellen. Aber es ist am Ende eben eine Frage des Gesamtpaketes. Der Klimaplan der Regierung liegt seit Freitag vor. Beschlossen ist er aber noch lange nicht. Der Chef der Deutschen Bahn, Lutz, erwartet vom Klimaschutzpaket der Bundesregierung einen starken Wachstumsschub für sein Unternehmen. Die Bahn werde für den Ausbau und die Sanierung bis 2030 insgesamt 20 Milliarden Euro zusätzlich bekommen. Die vorgesehene Mehrwertsteuersenkung für ICE, IC und EC-Tickets solle voll an die Kunden weitergegeben werden. Auch Bahncard-Nutzer würden davon profitieren. Preiserhöhungen im Fernverkehr seien zum Fahrplanwechsel im Dezember nicht vorgesehen, so Lutz. Im nordsyrischen Lager Al-Hol leben etwa 70.000 Menschen unter schwierigsten Bedingungen. Hygiene und medizinische Versorgung sind katastrophal. Vor allem Angehörige von IS-Kämpfern haben hier Zuflucht gefunden. Als Anhänger eines radikalen Islam verfolgen sie die Minderheit jener Lagerinsassen, die sich davon entfernt haben. Auch den Kindern wird die menschenfeindliche Ideologie früh vermittelt. Trotzig heben sie den Zeigefinger zur Begrüßung. Ein Bekenntnis zum IS. Diese Kinder sind unter der Terrormiliz aufgewachsen, haben öffentliche Hinrichtungen gesehen, den Krieg überlebt. Nun sind sie in diesem Flüchtlingslager gestrandet und stehen noch immer unter dem Einfluss der IS-Ideologie. Ich will zurück zum Islamischen Staat. Es war nicht schlecht, besser als hier. Am besten war, dass ich dort zur Schule gehen konnte und dass wir den Dschihad hatten. Ist es in Ordnung, Menschen hinzurichten? Ja, wenn sie ungläubig oder unreligiös waren, schon. Das Al-Hol-Camp im Kurdengebiet Nordsyriens. 71.000 Menschen auf engstem Raum. Die radikalsten IS-Anhänger sind in einem bewachten Trakt eingesperrt. Journalisten haben nur äußerst selten Zutritt. 10.000 Frauen und Kinder, die meisten Ausländer, darunter etwa 100 Deutsche. Fanatiker haben das Sagen. Immer wieder gibt es Gewaltexzesse gegen vermeintlich Ungläubige, Folter und Mord. Mit uns will kaum einer sprechen. Haut ab, ihr seid Hunde. Was habt ihr hier verloren? Die kurdische Verwaltung ist hoffnungslos überfordert, bittet um internationale Hilfe bei der Bewachung und Betreuung radikaler Islamisten.
95% der Bewohner dieses Trakts sind noch immer glühende Anhänger des IS. Nur etwa 5% haben ihre Einstellung ein wenig geändert. Sie müssen fürchten, dass ihre Zelte niedergebrannt, ihre Kinder umgebracht werden. In diesem Umfeld wachsen Kinder auf, ohne Chance auf Schule und Bildung. Was wir hier erlebt haben, ist eine Brutstätte des IS-Terrors. Das Gedankengut wird gelebt und weitergegeben. Ohne schnelle Hilfe könnte die Situation hier außer Kontrolle geraten. Mit Blick auf die wachsenden Spannungen in der Golfregion hat der iranische Präsident Rouhani eine Initiative zur Sicherung der Straße von Hormus angekündigt. In einer Rede anlässlich einer Militärparade erklärte er, gemeinsam mit Anrainerstaaten für einen ungefährdeten Schiffsverkehr sorgen zu wollen. Eine Einmischung anderer Staaten nannte er problematisch. Nach mehreren Vorfällen mit Tankern im Persischen Golf hatten die USA Ende August ihre Militärpräsenz dort verstärkt. Bei erneuten Protesten in Hongkong haben hunderte Menschen in einem Einkaufszentrum im Nordosten der Stadt demonstriert. Dabei kam es mehrfach zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Einsatzkräfte setzten Tränengas ein. Auch auf einer Straße vor dem Einkaufszentrum kam es zu Ausschreitungen. Ursprünglich wollten die Demonstranten den Flughafen blockieren, das verhinderten Sicherheitskräfte. Die Proteste richten sich gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung auf die Sonderverwaltungszone. Der angeschlagene britische Reisekonzern Thomas Cook sucht weiter händeringend nach neuen Geldgebern. Um eine Insolvenz im letzten Moment noch abzuwenden, führte die Konzernspitze heute Gespräche mit Banken, Gläubigern und der Regierung. Dem Unternehmen fehlen akut umgerechnet knapp 230 Millionen Euro. Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Zum Konzern gehören auch der Ferienflieger Condor sowie Neckermann-Reisen. Bei einer Pleite könnten weltweit etwa 600.000 Urlauber festsitzen. Das Flugzeug des britischen Reiseanbieters Thomas Cook, noch landet es auf Mallorca. Der Beginn eines Urlaubs. Nur wie kommen sie wieder zurück, fragen sich die Passagiere. Wir sind ziemlich besorgt, ob wir wieder nach Hause kommen oder nicht. Der Reisekonzern leidet unter Veränderungen am Reisemarkt. Die Nachfrage an Pauschalreisen geht zurück. Zusätzlich drücken der Brexit und ein schwächeres Pfund auf die Reiselust der Briten. Um eine drohende Pleite noch abzuwenden, verhandelt in London das Reiseunternehmen mit Investoren. Auch die britische Regierung soll um eine Finanzspritze gebeten worden sein. Der Außenminister gibt sich zurückhaltend. In der Regel greife man nicht ein. Gleichzeitig versucht er, die Urlauber zu beruhigen. Wir hoffen natürlich, dass es für das Unternehmen weitergeht. Aber in jedem Fall haben wir Notfallpläne. Für den schlimmsten Fall unterstützen wir die Leute, die festsitzen. Es wäre die größte Rückholaktion in Friedenszeiten in der Geschichte des Königreichs. Hunderttausende Touristen sind zurzeit mit Thomas Cook unterwegs, darunter auch viele Deutsche. Zum Konzern gehört auch der deutsche Ferienflieger Condor. Die deutschen Töchter von Thomas Cook sind wirtschaftlich unabhängig. Jedenfalls werden sie eigenständig geführt. Das heißt, es gibt kein 1:1. Wenn der britischen Mutter etwas passiert, muss es sofort durchschlagen auf die Töchter. Aber grundsätzlich würde ich als Reisender eine gewisse Zurückhaltung, was Neubuchungen angeht, walten lassen. Pauschalreisende sind in Deutschland zudem über sogenannte Reisesicherungsscheine abgesichert. Weil Russlands Behörden immer häufiger Müll in entlegenen Gegenden entsorgen wollen, sind heute im Norden des Landes mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Sie wollen eine neue riesige Deponie in ihrer Region verhindern. Dort soll künftig Moskaus Abfall gelagert werden. Die Anwohner befürchten schwere Umweltschäden, da der Müll in der Regel mitsamt Giftstoffen abgeladen wird. Das hier könnte die größte Müllentsorgungseinrichtung Europas werden, befürchten Umweltschützer. Müll aus Moskau soll mehr als 1000 Kilometer Richtung Norden transportiert werden. Nur durch Zufall haben Anwohner von dem Projekt erfahren. Sie befürchten schwere Folgen für etwa 2 Millionen Menschen. Hier in diesem Sumpfgebiet entstehen viele Flüsse. Sie münden ins Weiße Meer und die Barentssee bis zur Arktis. Es droht unausweichlich eine ökologische Katastrophe. Ganz Russland hat ein großes Müllproblem. Nur knapp 5% werden recycelt. Ein Großteil landet unsortiert samt Giftstoffen auf Deponien. Moskau, Europas größte Stadt, fängt erst langsam an, Müll zu trennen. Deponien im direkten Umland sind fast voll. Deshalb soll Müll jetzt weiter wegtransportiert werden.
Dagegen sind heute landesweit ein paar tausend Menschen auf die Straße gegangen. Sie fühlen sich nicht informiert und beklagen, dass es weder Umweltstudien noch eine Genehmigung für die neue Deponie gibt. Selbst Präsident Putin hat sich eingeschaltet und eine Befragung der Anwohner gefordert. Die Behörden versprechen den Menschen bessere Infrastruktur sowie Geld für Schulen und Krankenhäuser. Doch die Demonstranten beruhigt das nicht. Wenn der Müll doch angeblich so gefahrlos ist, warum lassen sie ihn nicht bei sich in Moskau? Warum ihn so weit wegtransportieren? Für nächstes Jahr ist jetzt eine Bürgerbefragung geplant. Die Menschen wollen aber so lange demonstrieren, bis das Bauprojekt gestoppt wird. Der Strompreis für Privathaushalte hat in diesem Jahr ein neues Rekordhoch erreicht. Nach Berechnungen der Bundesnetzagentur mussten Verbraucher zum Stichtag im April für eine Kilowattstunde durchschnittlich knapp 31 Cent zahlen. Das ist fast 1 Cent mehr als im Vorjahr. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Lieferanten Anstiege an der Strombörse deutlich schneller weitergeben als Preissenkungen. Erstmals seit 2014 sind auch die Gaspreise für Haushaltskunden gestiegen. Literaturkritikern gilt er als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Dichter in der Tradition Heinrich Heines. Günter Kunert. Sein literarisches Werk umfasst vor allem Lyrik, aber auch 2 Romane, Essays und Drehbücher für Film und Hörfunk. Jetzt ist Kunert an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Er wurde 90 Jahre alt. Sein Werk ist kaum überschaubar. Günter Kunert schrieb Gedichte, Drehbücher, Essays. Zu seinem 90. Geburtstag Anfang des Jahres veröffentlichte er noch einen Roman. Solange ich schreibe, lebe ich. Und vor allen Dingen ist es im Grunde das, was Leute an Gymnastik betreiben und Kniebeugen und sonst was machen, das mache ich dann mit dem Kopf, indem ich schreibe. Jeden Vormittag saß er am Schreibtisch und traf mit seinen Geschichten offenbar den Nerv seines Publikums. Das Älterwerden an sich ist ja nicht so unangenehm, aber das Altwerden, weil das bringt dann Defekte mit sich. Und das ist auch, man merkt dann, wie die Zeit immer knapper wird. 1929 in Berlin geboren, avancierte Günter Kunert zunächst in der DDR zu einem der meistgelesenen und höchst dekorierten Schriftsteller. Wegen öffentlicher Kritik am System fiel er jedoch zunehmend in Ungnade. 1979 siedelte er in den Westen über. Ich glaube nicht, dass der Dichter unbedingt eine kranke Subjektivität haben muss. Er kann also auch ein ganz gesunder Mensch sein. Aber ich glaube, er ist ein exemplarischer Mensch. Und er ist jemand, der unter anderem stellvertretend lebt und stellvertretend leidet und stellvertretend traurig und fröhlich und betrunken ist. Sein Blick auf die Welt war nüchtern, ohne Hoffnung, auch wegen des Klimawandels. Kunerts Werk war stets von einer skeptischen Weltsicht getragen. Er selbst bezeichnete sich einmal als heiteren Melancholiker. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund den Sprung auf Tabellenplatz 2 verpasst. Der BVB spielte bei Eintracht Frankfurt 2:2 unentschieden. Im zweiten Sonntagsspiel gelang Borussia Mönchengladbach ein 2:1 Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Borussia Mönchengladbach in Weiß nach dem 0:4 im Borussia-Park in der Europa League gegen Wolfsberg. Auch heute wieder im eigenen Stadion früh in Rückstand. Die Düsseldorfer Halbzeitführung durch Adams, die durch das Hawkeye als technisches Hilfsmittel bestätigt wurde. Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel sah dann eine Leistungssteigerung des Gegners in der zweiten Halbzeit, die belohnt wurde. 74. Spielminute, der eingewechselte Markus Thüram mit dem Ausgleich. Verdient zu diesem Zeitpunkt, vorausgegangen die gute Vorarbeit von Stefan Leiner. Thüram mit seinem ersten Bundesliga-Treffer und daraus wurde dann noch ein Doppelpack. 3 Minuten vor dem Abpfiff, chaotische Szenen im Düsseldorfer Strafraum. Raphael zuerst an die Latte, der Kopfball von Ginter gehalten, Thüram im Nachsetzen mit dem 2:1 Siegtreffer. Auch hier gab es Diskussionen, es ging um Abseits, aber auch das wurde technisch aufgelöst, korrekter Treffer. Borussia Mönchengladbach gewinnt nach 8 Monaten mal wieder ein Heimspiel. Die Tabelle. Auf Platz 1 steht weiter RB Leipzig vor den Bayern, Dortmund und Freiburg. Auf den Europa-League-Plätzen Schalke und Gladbach. Es folgen Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt. Die zweite Hälfte wird angeführt von Werder Bremen, dahinter Augsburg, Düsseldorf und Hoffenheim, gefolgt von Union Berlin und Hertha BSC. In der Abstiegszone Köln, Mainz und Schlusslicht Paderborn. Sebastian Vettel gewinnt den großen Preis von Singapur vor Charles Leclerc und Max Verstappen.
Den Start entscheidet Leclerc für sich. Die Reihenfolge bleibt vorne zunächst unverändert. Da sich das Überholen auf dem engen Startkurs als schwierig gestaltet, ist die Strategie entscheidend. Ferrari ist da besser. Am besten Sebastian Vettel, der dadurch an Charles Leclerc vorbeikommt. Lewis Hamilton verliert wegen einer anderen Boxenstopp-Taktik an Boden und wird am Ende Vierter. Nach über einem Jahr gewinnt Sebastian Vettel wieder ein Formel-1-Rennen. Ferrari erzielt auf dem Kurs, auf dem die Silberpfeile favorisiert waren, einen Doppelsieg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 23. September. Den Westen erreicht schon in der Nacht ein Ausläufer des Tiefs, das ab morgen für kühleres und wechselhaftes Wetter sorgt. Der Nordosten profitiert noch von einem Hoch. Dort zeigen sich heute Nacht die Sterne. Im Westen und Südwesten gibt es teilweise kräftige Regenfälle, anfangs auch Gewitter. Morgen verlagert sich der Regen Richtung Mitte, schwächt sich aber ab. Dahinter lockert es auf, im Nordosten nochmal viel Sonne. Heute Nacht Abkühlung auf 16 bis 6 Grad. Morgen am Alpenrand 13, im Osten bis zu 23 Grad. Am Dienstag regnet es im Nordosten und Osten stellenweise, später im Westen und Südwesten verbreitet. Am Mittwoch im Nordosten Regen, auch sonst viele Wolken, Schauer, örtlich kurze Gewitter. Donnerstag vor allem im Süden und Westen zeitweise Regen. Um 22.45 Uhr hat Karim Joska diese Tagesthemen für Sie. Drohende Pleite beim Reisekonzern Thomas Cook. Wie die Rückholpläne für bis zu 600.000 Urlauber aussehen. Und DDR-Alltag als digitales Vermächtnis. Die Open Memory Box geht online. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.